bei den Entmontosauriern, die wir in die Freiheit entlassen, und wir wollten uns einen zweiten Fleischfresser dran ziehen. Oh, oh nö. Aus Brüten fehlgeschlagen. Ja, dann müssen wir von den letzten Kröten, die wir jetzt haben, mal gleich hinterher buttern. Denn ich hätte doch gern schon mindestens zwei davon. Eine allein ist doch blöd. So, ich hoffe, dass wir da jetzt gleich noch eine positive Meldung bekommen. Das fände ich ganz geil. Jo, haben wir. Perfekt. Geil, komm, wir lassen den ersten mal frei. Wie geil. Entenschnabeldinosaurier heißt der, glaube ich, ne? Im Deutschen. Und nicht so schüchtern. Alles gut. Komm raus da. Wir erledigen das Unwahrscheinliche und Sie das Unmögliche. Danke. Also hier ist ja genug Grünzeug, ne? Auf natürlichem Weg. Wieso kommt da jetzt ein scheiß grüner Busch eigentlich raus? Hey, Isaac hier. Wie geht's? Ich hätte da eine coole Sache, bei der Sie dabei sein sollten. Darum weise ich Sie darauf hin. Sehen Sie auf der Gewinnerseite. Ceratosaurus, 50%. Meiner Was habe ich denn für eine gegenwärtige Mission? Ach, die 20.000, ne? Ja, die 20.000 Gewinn aus Gästeanlagen. Okay, das kriegen wir doch gleich mit Sicherheit noch irgendwie zusammen. Geil, komm, den haben wir auch. Ja, müssen wir auch noch mal einen machen. Den lassen wir frei. So, der andere ist auch nicht mehr ganz so alleine. Dann wird der wahrscheinlich das Alpha-Tier sein und die Rolle übernehmen. Klar ist das alles Fantasie. Man weiß ja heute nicht wirklich, wie die wirklich von Farben her ausgesehen haben. Dieser Dino, Aber ist der schon geil, ne? Edmontosaurus, wurde erstmals in einer Ich Grabungsstätte finde das in geil. Kanada entdeckt. Wir haben Raten Sie bedenkt, die mal, könnten wo wirklich so genau. aussehen. Dem T-Rex schmecken diese Ja. Exemplare übrigens Geil, großartig. wohl im Gesicht. Ich finde das cool. Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Leben drin. Wir haben hier drei verschiedene Arten, die hoffentlich gut miteinander harmonieren. Triceratops, das sind die beiden, ne? Genau. Ah, mega geil. Was jetzt echt noch so der Hammer wäre, wenn die sich selbstständig vermehren würden. Aber wahrscheinlich muss ich dann trotzdem die Eier noch ausbrüten. Würde mich gar nicht wundern. Oh, schade, das hat nicht geklappt. Und jetzt fehlt das Geld wieder, ne? Genau, 308.000. Schade, denn wir müssen ja noch einen mit 70% auf die Welt bringen. Da sind wir auf einem guten Weg jetzt hin. Mal gerade warten, bis das Geld gleich da ist. Denn das war ja auch ein Auftrag, den wir hatten. Ausbrüten, da können wir es doch schon. Passt doch. So, ich möchte. Ja, wir sind gerade 4 Minuten im Stream. Ich möchte, wenn es eben geht, auch noch ein Hotel heute bauen. Damit hier die Einnahmen etwas schneller noch mit reinkommen. Fände ich ganz geil, wenn das alles heute so klappen würde. In dem jetzigen Video. Macht unser Fleischfresser.
ist er. Wieso hat der Fleischfresser eigentlich... Jeder Dino hat eigene Nahrungsbedürfnisse, wie wir Menschen auch. Bauen Sie die richtigen Futterstationen in den Gehegen, hä? Ich bin ja eher der Rindfleischtyp. Das kann doch auch nicht sein, dass ich hier Pflanzenfresser. Kann ich das irgendwie umstellen? Habe ich da jetzt echt gerade eben das Falsche gebaut? Das ist natürlich jetzt mega blöd, ne? Was habe ich denn dafür Mist gemacht? So, Gehege. Mit Fleisch und passenden Nährstoffen. Okay, aber das ist doch kein Fleisch. Hinzufügen. Auffüllen. Da müssen die das doch jetzt mit Sicherheit mit Fleisch auffüllen, oder? Aber da ist doch nur Grünzeug aus sich selber. Kann auch da gar nichts mehr dann beeinflussen. Oder ist das einfach nur die Optik? Ich habe keine Ahnung. Fahrzeuge aus, Fahrzeugziele auswählen, okay. Sag mal, im Ernst, du kommst da jetzt nicht raus, oder lenken? Ich würde lenken, dann kommst du da auch raus. Ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Ist das dein Ernst? Du kommst jetzt nicht zum Ziel, weil du zu dämlich bist zum Lenken? Wer hat dich denn auf die Welt gelassen? Kann es sein, dass du so doof bist, dass ich wirklich nur deine Mutter lieben kann? Du Held machst jetzt was? Also die haben doch bis gestern eben auf dem Baum gelebt, ne? Die müssen auf dem Baum gelebt haben. Wahrscheinlich bis heute Morgen noch. Klar, und jetzt fahren die Leute hier fast um. Ich werde wahnsinnig. Genau, versenk ruhig das Auto. Du hast auf dem Baum gelebt. Bis vor einer Stunde noch. Klar, mitten vors Tor gefahren. Mitten drauf. Was macht denn der da jetzt eigentlich? Setzt der wieder Gemüse rein beim Fleischfresser? Oder kommt jetzt endlich mal Fleisch raus?
Das ist unfassbar, oder? Oder ist das ein Fleischbäumchen, auf dem die Steaks wachsen? Denn ich kann hier doch gar nichts auswählen. Von wegen Fleisch oder Grünzeug. Jo, du bist mein Alltagsheld. Wo genau ist es eigentlich der Dino? Ist nicht gerade eben abgehauen, oder? Der brettert hier durchs Gemüse. Nee, so, da ist er. Gesundheit. Ja, das sieht ja nicht so gut aus, ne? Das echt Bekloppte ist, dass ich gerade absolut keine Ahnung habe. Das setzen wir mal einen zweiten nicht her. Absolut keine Ahnung habe, warum der hier Gras hat. Ist das einfach nur dieser scheiß Busch? Eine falsche, ja, falsche Animation, oder? Kann hier auch nichts durchswitchen, ne? Ne, kann ich nicht. Also nochmal. Gehege. Das ist ein und dasselbe. Ausbrüten fehlgeschlagen. Och nö. Oh nö. Oh komm, ich war gerade so motiviert. 5,72, komm, meine letzten Kröten. Wir leben in einer gefährlichen Welt und hier ist es noch schlimmer. Der Auftrag könnte uns in der Sicherheitsfrage weiterhelfen. Rosewood Canyon. So, dann wollen wir mal gucken. Verwaltung, Karte, Kontrollraum. Gut, da geht's dann mal hin mit einem Team. Dann haben wir das nämlich auch durch. 13%, noch ist er auf dem Weg. Mit dem Fotografieren, ja, da bin ich noch nicht ganz hintergekommen. Leider. Da fehlt mir gerade echt ein bisschen der Durchblick. Wir können ja mal gerade erstmal speichern. So, neuer Speicherplatz. Zack und ruff. Aufnahmemodus, was ist das denn? Briefkasten, Filter, Leitfaden, Zeit. Okay, das wird es, glaube ich, nicht sein. Oder? Ah, guck mal an, das wird es doch sein. So, wir setzen da mal. Setzen wir da einen Filter drauf? Nein, setzen wir nicht. So, Zeit.
Und können wir da jetzt irgendwie machen wir es denn jetzt? Geht das irgendwie weiter? Nö, okay, so ging es gerade nicht. Das war ein Versuch wert. Ich muss mich da echt nochmal reinfuchsen, ein bisschen mehr. Aber ich hoffe, wir kriegen gleich einen zweiten Fleischfresser. Fände ich mega geil. 34%. Die Expedition ist auch schon am Laufen. Das ist auch schon mal ganz geil. Toilette, können wir hier irgendwas machen? Finanzbericht, betriebsbereit. Deaktivieren. Okay, null Gäste. Ich möchte da mal gerne wissen, warum. Hier sind nur 17 Gäste. Das heißt, es mangelt mir wahrscheinlich an Gästen, kann das sein? Ihre Gäste möchten ihre Dinos aus nächster Nähe bewundern. Das geht aber nicht. Bauen Sie Anlagen, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Und sorgen Sie dafür, dass die Gäste auf der richtigen Seite des Sicherheitsglases stehen. Okay. Beobachtungsgalerien, Beobachtungsplattformen, Einschienenbahnen, Gyrosphären, um alle Gehege abzudecken. Okay. Sichtbare Dinosaurier, null. Ja, natürlich ist hier auch nur einer, es ändert sich auch gleich. Wieso, ist der nicht sichtbar? Ey, komm, wenn ich hier stehe, hier am Fenster, ist doch sichtbar. Hör doch auf. So, wollte ich doch gerade sagen. Leute, und gleich ist er euch so nahe, dann kackt er euch in die Buchse. Dann wollt ihr plötzlich nichts Sichtbares mehr sehen. So, Horseshoe Canyon Formation ist abgeschlossen. Sehr geil, das heißt, hier können wir schon mal Sie haben die Sicherheitsabteilung heute gut aussehen lassen. DNA Das sollten wir wiederholen. Extraktion reingehen. Ingehen Datenbank haben wir noch einen neuen Ort wahrscheinlich damit zugekommen. Ja, Gallimostal. Oh ja, schön. Dominus Rex. Ja, geil, 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 geil. Es wird mehr, es wird mehr. Ich hoffe, wir kriegen das auch gleich alles noch richtig schön zum Laufen. Fossilien, jetzt sind wir gerade bei Expeditionskarte. Komm, da starten wir noch mal eine Expedition hin. So, einmal ein bisschen raufzoomen. Ich glaube, hier können wir jetzt gleich zum nächsten Teil. Ah, noch nicht ganz. 80%, 81%, 82, geil. Wir haben es gleich. Wir haben gleich den zweiten davon. Ceratosaurus. 87% haben wir jetzt gleich. Da haben wir es. Prozent, 91%, es läuft. Und ich glaube, wir setzen auch einfach mal die nächste Brut damit bei. So, und wir lassen ihn frei, den zweiten. Mega geil. Ja, zeig ruhig, dass du da bist. Alles okay, so wollen wir das machen. Leben die beiden jetzt wirklich im Konkurrenzkampf? Hui. Er verdrückt sich jetzt aber schnell, ne? Ach nee, das war der Neue, ne? Genau, der Neue, der will jetzt einfach nur trinken. Alles klar, und hier haben wir jetzt das Alpha-Tierchen. Okay.
Also der erste, der hier war, der entwickelt sich dann automatisch zum Alpha-Tier. Das ist geil. So, Info. Einer ist sichtbar. Das kann ja nicht sein. Ich sehe von da aus ja auch schon zwei. Ja, sehr schade. Okay, mal gucken, ob wir das Genom nochmal modifizieren können. Hier können wir nichts mehr machen. Hier können wir nochmal switchen. Machen wir einfach mal. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendeinen Sinn oder Unterschied gemacht hat. Hier gehen wir die Lebensfähigkeit einen runter. Das ist natürlich nicht das, was wir haben wollen, ne? Aber Lebenserwartung plus 6. Okay, komm. Das müssen wir dann einfach mal in Kauf nehmen. So, hier das Genom nochmal modifizieren. Da können wir gerade nichts machen. Hier haben wir nochmal was mit drauf. Belastbarkeit plus 5, Bewertung 2%, Lebensfähigkeit minus 1. Ja, nicht schön. Nehmen wir aber mal mit. Das riskieren wir jetzt auch einfach mal. Triceratops. Ach, guck mal, der ist noch immer noch am Ausbrüten. Wieso hatten wir das so lange gebraucht? Da würde ich einfach nochmal gerne einen mit beimachen. 308.000 geht momentan nicht, aber dann kann ich das Genom vielleicht nochmal etwas verbessern. Bewertung plus 25, Lebensfähigkeit 75. Okay, das ziehen wir mal einfach mit drauf. Das hauen wir auch nochmal mit drauf. Das Gen hauen wir auch nochmal mit drauf. Und hier haben wir die Lebensfähigkeit. Können wir nochmal mit hochziehen damit. Das ist schon mal gut. Das brauchen wir ja auch. Weitere Gene fehlen uns, dass wir dabei weitermachen können. Jetzt können wir mal gerade gucken, wie das damit gleich aussieht. Okay. Die entwickeln sich gerade noch. Halten wir uns nicht mit den Details auf. Im Großen und Ganzen ist das ein solider Auftrag. Ja, okay. Ich glaube, da sind wir ja sowieso gerade mit bei. Bei 77%, was der gerade hat. Also insofern sollten wir das Ding eigentlich gleich so mit abgeschlossen haben. Sowohl die 70% als auch die 77%. Haben wir hier, genau, hier haben wir ein Alpha-Tier mit bei. Hat sich bei den anderen beiden hier eigentlich ein Alpha-Tier ist mittlerweile entwickelt. Greift umher, ist gar nichts. Was haben wir hier? Nee, hat sich auch nicht entwickelt, ein Alpha-Tier. Hier haben wir auch kein Alpha-Tier mit bei. Brauchen die das nicht? Reicht das so? Weiß ich gar nicht. Sichtbare Dinosaurier 2. Okay, wir müssen wahrscheinlich einfach ein paar mehr Bühnen dahin bauen, damit nicht alles täuscht. Da muss ich natürlich auch mal irgendwie gucken, dass wir das vielleicht noch ein bisschen besser hinkriegen. Da würde ich gern gleich einfach nochmal gucken. Hier extrahieren wir nochmal die DNA. So, und jetzt haben wir die Betriebsgebäude. Rangerstation, ACU. Ich weiß nicht, ob das jetzt wichtiger ist. Was haben wir denn hier mit bei? Schutzraum, Hotel, Vanilleinen, Fast Food, die Toiletten. Hier kann man sowieso noch nichts bauen. Okay, dann müssen wir hier mal in eine Forschung gehen.
Wo müssen wir denn da hin? Stromtransport. Da können wir noch gar nicht. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall nochmal komplett bei Null ansetzen. Aber das ist ja auch kein Problem, ne? Kleiderladen. Restaurant. Bowlingbahn. Da müssen wir da wohl doch bei. Okay. Heißt das, wir müssen den Kleiderladen wirklich erst gebaut haben, damit wir die nächsten Dinge hier frei haben? Gehen wir mal in die genetische Forschung. Kann ich hier schon was Neues machen? Hier kann ich was Neues machen. Intuitives Lernen. So, 2 Minuten verbleibend, gut. Ja, da warten wir doch mal einmal gerade diese 1,5 Minuten noch ab. Und setzen dann da nochmal neu an. Bis dahin sollten wir die anderen Dinos auch fertig haben von der Entwicklung. Sollte doch eigentlich gleich sein, ne? 2 Minuten verbleiben, weniger als 1 Minute, genau. Das Geile ist, wir nähern uns der Millionen vom Finanziellen her. Ich glaube, wir können das, niedrige Gesundheit, uha, wir können das, glaube ich, gleich mal mit einem Hotel vielleicht auch nochmal versuchen. So, da geht mal die nächste Forschung schnell rein. Welches Tier hat jetzt ein Problem? War es wirklich mein Fleischfresser hier? Da ist er, ja, auf jeden Fall. Wie war das denn jetzt gleich? So, wie war das jetzt gleich? Damit, ne? Ranger Team. Aufgabe hinzufügen. Heilen. Gucken, hier hatten wir doch jetzt einen fertig, ne? So. Dann lassen wir den mal mit ins Gehege. Nein! Scheiße! Scheiße! Falsches Gehege! Kacke! 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 Oder können wir den damit leben lassen? Ich habe keine Ahnung. Geht das klar? Kriegen die sich? Geht das klar? Lebt der weiter? Können die miteinander? Können die nicht miteinander? Ich habe keinen Plan. So, das ist... Ja, den sollten wir hier auf jeden Fall nicht drin lassen. Ich glaube, der Triceratops ist, glaube ich,
gut dabei, dass der sich selbst verteidigen kann. Ich hoffe es einfach mal. So, hier lassen wir den einen hier auch nochmal mit raus. Ich habe da vorne falsch gebaut, ne? Ich habe die beiden einfach falsch entwickelt. Jo, das habe ich befürchtet. Habe es befürchtet. Ja, habe ich. Da habe ich echt Mist gemacht. So, Aufgabe hinzufügen. Ja, heilen. Geht das nicht da? Kriegen die sich ein? Kriegen die sich nicht ein? Da habe ich echt Scheiße gebaut gerade, ne? Das war auch echt unüberlegt. So, warte mal. Aufgabe hinzufügen. Das ist aber echt blöd, ne? Naja, machen die sich jetzt ihre Reviere? Oder kämpfen die, bis einer stirbt? Das wäre echt jetzt nochmal interessant zu wissen für mich. Scheiße, den kann ich auch nicht mehr abbrechen, ne? Das ist ja mal blöd. Da habe ich ja echt mal Bullshit gemacht. Ja, kommt jetzt nicht drauf an. Der Scheiß ist gemacht. Der Scheiß ist gemacht, das heißt, hier haben wir definitiv großes Lebenfutter. Vielleicht kann es auch noch flüchten, dort Vieh. Läuft, läuft. So, da sollten wir aber doch auf jeden Fall mal einen haben, der hier den Kollegen nochmal heilt, ne? Scheiße, das geht so gar nicht. Ich hab da echt Mist gebaut. So, abreißen, der muss weg. Oh. Okay, ja, das hat sich dann ja auch schon mal selbst erledigt. Das heißt, die sind definitiv jetzt gut im Futter. Das Unvermeidbare ist also eingetreten. Natürlich, das war vermeidbar. Ist tot. Aber Sie müssen sich jetzt fragen, ob man das nicht hätte vermeiden können. Ja, hätte man. Die Antwort? Natürlich nicht. Doch, ich ja. Der Tod kommt immer. Aber hätten Sie ihn hinauszögern können? Das ist eine andere Geschichte. Wenn Sie sich Evolution ansehen, werden Sie feststellen, dass... Und das nur, weil ich den falsch gesetzt habe. Oh, je. Nein, sowas Blödes. Lösung verworfen werden. Sowas Blödes. Ich bin ein großer Fan. Kriege ich den jetzt irgendwie weg? Abreißen hier? Kriege ich den da irgendwie... Verdammt. Ja, gut, hier gibt es dann auch Frischfutter. Da habe ich auch einfach echt nicht vorher drüber nachgedacht. Auf jeden Fall. Ah, so ein Shit. So, komm, hier in Basis und dann Aufgabe hinzufügen. Der wird geheilt. So, wir sind auch schon hier 35 Minuten im Stream, beziehungsweise später im Video bei YouTube. Und ja, wie immer, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, lasst ein Like da, vielleicht ein Abo, wäre richtig geil. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, beziehungsweise im nächsten Stream. Bis dahin, ciao.